Zu Schottland hatte Königin Elizabeth eine besondere Verbindung. Hier wuchs ihre Mutter, Queen Mam, auf. Der Familiensitz Balmoral war ihr Rückzugsort, den sie, so heißt es, dem Leben im Herzen der Millionenstadt London vorzog. Die besondere Verbindung der verstorbenen Königin zu Schottland wurde auch heute deutlich beim Trauerzug durch Edinburgh und dem anschließenden Trauergottesdienst. Ihr Sarg, geschmückt mit der royalen schottischen Standarte und später geziert von der schottischen Königskrone. Für ihren Sohn, König Charles III., der heute nach Schottland kam, ist es eine emotional, aber auch politisch schwierige Reise. Sven Lohmann. Die Reise nach Schottland noch im modernen Jet. Der einfliegende König Charles wird heute allerdings beides leisten müssen. Jahrhunderte alte Trauerrituale feiern und aktuelle politische Fragen bearbeiten. Der erste Termin, der emotional schwierigere, Charles in Uniform des Royalen Regiments, begleitet den Sarg seiner verstorbenen Mutter. Die königlichen Bogenschützen an seiner Seite. Ziel ist die nahegelegene Kathedrale St. Giles. Ich muss hier dabei sein. Es wird Geschichte geschrieben. Und man hat die Gelegenheit, gemeinsam zu trauern und Goodbye zu sagen. Der Sarg wird in der Kathedrale für 24 Stunden aufgebahrt. Die schottische Krone ziert, das royale Banner umhüllt ihn. Später bekommt die Bevölkerung die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. König Charles zweiter Termin führt ihn ins schottische Parlament mit Kilt statt Hose. Hier ist es nun ein Werben zu einem aktuell drängenden Thema. Regierungschefin Nicola Sturgeon möchte mit Schottland austreten aus dem Vereinigten Königreich, am liebsten im kommenden Jahr per Referendum über die Unabhängigkeit abstimmen lassen, den König als Staatsoberhaupt aber weiterhin behalten. Er liebt Schottland genauso wie seine Mutter. Und er hat ein großes Wissen über Schottland. Ich freue mich darüber, mit ihm zu sprechen. Der britische König hat eher den Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs im Sinn. Er spricht im Parlament über das politisch Einende und berichtet den Abgeordneten von dem Wunsch seiner Mutter. Die Queen hat versprochen, ihrem Land und den Menschen zu dienen und unsere gemeinsame Regierung zu bewahren. Ich möchte das mit Ihnen fortführen. Der neue König wird in den nächsten Tagen nach Nordirland und Wales reisen. Auch dort gibt es zunehmend Fliehkräfte. Charles-Kenner glauben, er wird auch dort für das Königreich werben. Das ist, glaube ich, seine erste Priorität. Er wird gut daran tun, im Sinne seiner Mutter, diese Person des Ausgleichs darzustellen, den er in sich fühlt, diese Aufgabe, Einigkeit zu stiften. Am Ende des Tages ist dann der Tod seiner Mutter wieder allgegenwärtig, bei einer Mahnwache in der Kathedrale.